Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in einem Part War mit dem Thrawn's Revenge Mod. Oder eher gesagt, Zinch's Revenge Mod, denn wir spielen hier als dem beliebtesten Kriegsherren aller Zeiten natürlich Zinch. Und ich glaube, langsam ist es mal Zeit, mit dem Geld, was wir haben, Zinch zu einem Supersternzerstörer aufzuleveln. Und einmal ganz kurz gucken. Die haben nur noch 3 Lucrax. Ich glaube, hier gehen die Lucrax langsam runter. Hier sind es immer noch 7. Das verstehe ich nicht, warum da die Lucrax nicht weniger werden. Vielleicht wegen dem Helden. Aber ich meine, hier drüben würden es langsam weniger Lucrax werden. Da müssen wir mal gucken, dass wir da weitergehen können. Aber Kentaris. Kentaris ist der Planet, den ich mir schnappen will. Da hatten wir jetzt schon 2 versuchte Angriffe, die allerdings nicht so gut gelaufen sind. Da werden wir jetzt mal gucken müssen, dass wir da weiter Bodeneinheiten bauen können. Du, Zinji Minji, komm bitte hier rüber nach Datomir. Du darfst hier hinkommen, nach Kentaris, in der Hoffnung, dass da nichts passiert. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist denn da passiert? Zeltros. Josef Grunger und Sander Delvados sind vernichtet worden. Das ist richtig gut. Alter, das Imperium haut hier mal Sachen raus. Hier bauen wir nochmal ein bisschen was. Und ansonsten, hier bei Mindor holen wir uns Bodeneinheiten. Hier holen wir uns Bodeneinheiten. Da nicht unbedingt. Hier können wir noch ein paar AT-APs holen. Wir haben genügend Knete. Hier Flugeinheiten bei Vajun. Einfach, damit wir mehr Flugeinheiten oder mehr Bodeneinheiten generell kriegen, die wir hier potenziell mitnehmen können und hier angreifen können mit. Und Zinch ist schon auf dem Weg nach Datomir. Die Sache ist, wir brauchen halt eine Menge mehr Bodeneinheiten, weil ich halt Chandrila auch als nächstes einnehmen möchte. Du darfst hier rüber. Ihr dürft alle rüber, einer hier rein. Und dann haben wir jetzt 10 von denen. Und dann holen wir uns Chandrila. Müssen wir nur, wie gesagt, gucken, dass wir da genügend Bodeneinheiten für haben. Hier bei über Mindor haben wir ja immerhin schon mal 3. 2 Flugeinheiten, ein AT-AP. Die Infanterieeinheiten, die wir jetzt hier haben, dürfen mit nach Mindor kommen, damit wir ein bisschen Infanterieeinheiten hier haben. Und wir bauen hier schon wirklich viele Einheiten, aber die dauern halt alle extrem lange, ne? Aber gut, Chandrila und dann vielleicht Brental 4. Ja, mal gucken, das Ding ist, wir müssten auch Collar 4 einnehmen, damit Carida sicher ist. Damit werden wir jetzt schon, wenn wir jetzt Chandrila einnehmen und Brental 4 und Balmora, haben wir 20.000 weitere Fronten. Bei denen es fraglich ist, ob wir die so super halten können oder nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Aber eine Sache nach der anderen. Hier hat mich unsere Spionin Mutter Gath Zerin nicht angelogen. Hier muss ich nicht lang fackeln. Da muss ich nicht großartig Schiss vorhaben hier. Und zusehen, dass wir das hier vernichten. Du hier drauf, du da drauf. Okay, wenn der Aggressor hier Probleme kriegt. Okay, der kriegt nicht so große Probleme. Ein Schuss nach dem anderen auf die Hardpoints hier draufsetzen, dass da nicht mehr großartig was passiert. Und damit ist die Golan 3 gleich vernichtet. Alle Jäger und Bomber dürfen auch mal ein Stückchen weiter mit vorkommen. Du greifst hier hinten an. Und damit, ja, soll der Hyperbelastiger noch ein, zwei Schüsse abgeben. Das ist mir dann auch Schnuppe. Einmal hier drauf gehen, die TIE-Bomber werden da auch nichts machen können. Und damit ist Chandrila relativ einfach jetzt zu kriegen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zurück zur Galaxiskarte. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es jetzt hier am Boden aussieht. Das kann ich wahrscheinlich nicht einsehen. Mit Gath Zerion alleine. Da müssen wir dann mal schauen, dass wir jetzt gleich die Bodeneinheiten hier rüber kriegen. Und jetzt laggt es schon wirklich sehr. Ich habe ein paar alte Speicherstände gelöscht. Entschuldigt den Huster. Die holen sich hier neue Einheiten. Wie frech sind die denn? Wie frech kann man sein? Alle möglichen... Oh mein Gott, die kommen danach, die Zevro. Hier bei Wayland nochmal ein paar Raptors holen. 3 Flugeinheiten bisher, das ist nicht genug. Das reicht nicht aus.
Da müssen wir weiterschauen. Bei Ton Falk, wie groß ist die Flotte? 574. Das ist nicht wenig. Ist Sinch bei Datomir, ist er 24.000 Credits, kann ich erlauben, auszugeben. Die Einheiten hier rüber, die von Bill bringe ich hier. Ach, guck mal, wir haben die Einheiten von dem Rist. Nehme ich die doch einfach mit. Dann habe ich hier definitiv genug, um nach Chandrila zu kommen. Wir müssen nur mal gucken, dass wir jetzt von Chandrila wieder abhauen, sonst wird die Hypervelocity-Gun da was vernichten. Und die Hypervelocity-Gun wird bei Kentaros vielleicht auch was vernichten. Hoffen wir mal, dass es nichts Wichtiges ist und vor allem kein Held, der da vernichtet werden wird. Auch wenn es vielleicht nicht super viele Einheiten sind, aber... Ah, guck mal da. Jetzt, das ist das, was ich sehen will. Viele Flugeinheiten. AT-APs und so ein Kram. Hier bei Yavin 4 auch nochmal Flugeinheiten. Eine PX-10. Okay. Ist dann so... Aber hier... Doch, da war vorhin 295, ne? Aber bei Oslumpex wird es nicht besser. Da wird es ganz und gar nicht besser. Das nervt, aber gut. Und jetzt hoffe ich, dass wir Kentaris kriegen können. Wenn die Einheiten alle da sind, greifen wir Kentaris am Boden an. Ey, die kriegen hier RTTs wie sonst was. Das darf nicht wahr sein. Wie viele Flugeinheiten haben wir? Immer noch nur 3, aber jetzt gleich werden wir 4 haben. Und damit hoffe ich... dass das ausreicht, um hier angreifen zu können. Mal schauen. Diesmal setze ich nicht so viel auf Infanterie, wie ich das in den Malen zuvor gemacht habe. Diesmal greifen wir ordentlich an. Ach, guck mal, jetzt haben wir sogar 5 Flugeinheiten. Wir nehmen direkt 4 mit. Ihr lauft dahin, du darfst hier langlaufen. Und das ist das erste EDT. Flieg hier rüber, bitte. Du darfst auch hier langkommen. Der Held ist wenigstens weg, den haben sie jetzt hier nicht mehr. Das heißt, keine Command hier. 5. Und ihr dürft auch schon mal hier ein Stückchen näher kommen. Ich weiß, da könnte es noch Anti-Flugtürme geben. Aber dass wir das da anfangen zu besiegen. Hier holen wir eine Repair Station hin. 1, 2, 3 und auf jeden Fall noch eine Flugeinheit. Und dann haben wir... Ah, das ist der erste Juggernaut, okay. Ihr kommt nochmal zurück, dass wir da was holen können. Und die Fahrzeugturm hier hin. Du darfst hier hinten hinkommen. Und ihr dürft jetzt mal abhauen. Zum Glück kein Anti-Flugturm bisher. Aber die machen trotzdem eine Menge Schaden. Holen wir erstmal noch ein paar Raptors. Du kommst hier mit. Ihr greift da an. Hier eine Repair Station. Und hier drüben darfst du nochmal ein paar Anti-Fahrzeug, Anti-Infanterie oder so. Ihr greift hiermit an. Nehmt euch den nicht TX-130 Säbelpanzer, sondern den 2M-Panzer. So, jetzt 5 IDTs auf... Schön stehen bleiben. Anti-Infanterieturm hierhin. Da kommt bitte ein Anti-Fahrzeugturm hin. Und ihr dürft auch hier lang kommen. Ihr setzt euch in Deckung. Und jetzt haben wir kurz ein bisschen frei. Da können wir zusehen. Oh, die Abandoned Vehicle Factory haben wir jetzt hier. Der Juggernaut ist hier drüben. Das ist interessant zu wissen. Was kommt hier? Der 2M-Panzer. Aber auch der sollte schnell besiegt sein. Ihr beschützt die Türme hier. Und... dann ist die Frage, ob wir zuerst, aber wahrscheinlich gehen wir zuerst auf den Schildgenerator. Damit wir uns auch mit den anderen Sachen nicht mehr rumschlagen müssen. Ich weiß, da wird ein Anti-Flugturm vermutlich noch sein. Aber mal gucken. Kommt doch jetzt jemand ein Stückchen näher, bitte. Ach, da können wir schon. Sehr schön. Und hier lang. Mal sehen, kommen wir... zu diesem Generator, ohne von einem Anti-Flugturm beschossen zu werden. Nein, die haben hier direkt 2 Anti-Flugtürme. Okay, dann fliehen wir erstmal wieder. Lassen uns reparieren.
Ihr kommt hier hin. Oh mein Gott, dem einen geht's nicht gut. Aber die können zum Glück hier schnell wegkommen. Du darfst hier lang. Oh mein Gott, Swamp Speeder bringt mir gar nichts. Okay, Swamp Speeder bringen mir ein bisschen was. Hier setze ich in Deckung. Und da kommen jetzt die ganzen RTTs. Ja, nein, Bombing Run haben wir eben nicht available. Okay, nein, warte hier. Aber hier holen wir uns noch eine Repair Station, dass das Ganze ein bisschen schneller vonstatten gehen kann. Hoffentlich. Oh Gott, die haben selber Swarm Speeder. Warum haben die Swarm Speeder? Und jetzt brauche ich euch dagegen die RTTs gleich, bitte. Repair Station hier hinsetzen. Aber die sind schon einigermaßen weiter. Wie weit ist der denn? Kann er dann reparieren? Kann er? Okay, immerhin. Ihr helft jetzt hier gegen den Juggernaut bitte mit. Aber der ist schon vernichtet. Perfekt. Verjagt sie hier. Wir holen uns noch ein paar Raptors. Und dann dürft ihr hier mal auf die RTTs überall Antifahrzeugtürme. Das ist aber ganz gut für uns. Nur diese beiden Antiflugtürme da drüben sind halt grauenhaft. Kommt ein Stückchen hier rüber, dass der in den Feuerbereich von den großen Einheiten kommt. Okay. Dann haben wir jetzt schon... Ja gut, dann macht es so, dass wir nicht zu den Antiflugtürmen müssen. Geht hier drauf. Und dann versucht man hier reinzukommen, in der Hoffnung, dass hier irgendwo ein Antiflugturm ist. Ihr dürft gerne zuerst die Baracken, oder nehmt euch das, wenn euch das wichtig ist, nehmt die Baracken, dass da keine Einheit mehr rauskommt. Und dann ist das hier, glaube ich, der Hauptsitz, ne? Ja. Sobald der Hauptsitz weg ist, können wir bombardieren. Okay, die sind gefährlich. Hauptsitz verliert aber auch schön ordentlich Leben mit 5 IDTs. Das Blöde bei Sinch ist halt, dass man wirklich, wirklich schlecht Angriffskapazitäten hat. Außer diese IDTs. Das ist sehr, sehr defensiv mit den AT-APs. Aber wir können jetzt bombardieren. Wenigstens etwas. Ich weiß aber, um ehrlich zu sein. Ach, da ist die Hyper-Velocity-Gun, okay. Probieren wir mal, ob die Bombardierung durchkommt. Ihr dürft auf jeden Fall hier noch weiter drauf schießen. Und die Bombardierung müsste eigentlich durchkommen. Wäre auch ganz gut, wenn sie durchkommen würde, sonst haben wir nämlich ein Problem. Und natürlich kommt sie nicht durch. Wunderbar. Absolut wunderbar. Aber wenn wir uns jetzt hier lang... Oh, und sie fliehen von Kindaris. Ist das nett. Wunderbar. Und nur Raptors verloren. Entschuldigt den Huster. Ich schütte mir mal hier noch ein bisschen Eistee ein. Und Ambrose Salad haben wir jetzt von den Clutches von Terradoc befreit. Müssen wir den jetzt... Ambrose Salad... Ach, das ist ein Administrator. Nice. Vor allem 25%iger Administrator. Das ist nicht schlecht. Und die schieben hier Einheiten von Lyanna nach Tonfalk, von Tonfalk nach Lyanna. Das ist nervig. Sehr nervig. Aber gut, lasst uns hier die Bodeneinheiten... mal nach Rivesta schicken, damit Rivesta weiter verteidigt wird. Und dann sollten wir mal gucken, dass wir hier die Planeten der Corporate Sector Authority langsam aber sicher mal ein bisschen zerkleinern. Aber hier drüben bei Chandrila möchte ich natürlich jetzt auch bitte gewinnen. Deswegen machen wir das so. So, jetzt schütte ich mir aber wirklich mein Getränk mal ein. Und es laggt. Was ist jetzt hier los? Sind die größer, kleiner geworden? Nerviger. Die Bodeneinheiten mit rübernehmen, aber vielleicht wollen sie dann ja von Coruscant aus nach Borleas mit einer großen Flotte oder nach Chandrila. Lass uns mal bei Borleas eine Dings holen. Wie sieht's eigentlich mit Sinch aus? Ist er schon? 320 Punkte? Nein. Wie viel ist es? 210? Yes! Sehr schön. Ich weiß noch nicht so ganz,
zu welcher Flotte ich ihn schicke. Vielleicht zur Flotte hier bei Vajun. Weil zwei Supersternzerstörer in einer Flotte brauche ich nicht. Müssen wir mal gucken. Okay, es ist nicht das allerbeste, was ich so haben kann, aber wir haben 5 IDTs, von daher müsste das... Oh mein Gott, das ist diese Wattgulch-Map. Okay, 1, 2, 3, 4. Ihr dürft hier lang vorrennen. Da haben wir die Hyper-Velocity-Gun. Hierhin. Hierhin. Okay. Hier hätte ich gerne 2 Repair Stations. Repair Station, Anti-Fahrzeug, Anti-Infanterie. Könnt ihr den da jetzt mal bitte vernichten? Vielen Dank. Oh mein Gott, da haben sie noch einen. Wie nervig kann man sein? Aber jetzt verlieren wir hier nichts. Anti-Fahrzeug, Anti-Infanterie, andersrum. Ihr dürft das hier einnehmen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die keine Lust haben, sich hier zur Wehr zu setzen. Holen wir nochmal ein IDT. Kommt her. Oh Gott, den habe ich außer Acht gelassen. Ja, und dann ist es im Prinzip nur noch mit den IDTs, die sind stark genug, um sich hier bei den Gegnern behaupten zu können. Du kannst mal hier hin, dass wir gleich bombardieren können. Oh nein, Selbstzerstörung. Und da war, glaube ich, ein Antiflugturm. Yep, okay, das macht das Ganze schwieriger. Dann probieren wir erstmal die Bombardierung hier drauf zu holen. Ein bisschen Glück kommen die durch, die Bomber. Was? Wie gut ist dieser Antiflugturm? Aber auch das sollten wir hinbekommen. Okay. Oh Gott, die Selbstzerstörung von denen ist grauenhaft. Ihr kommt zurück. Du darfst einmal hier gucken. Okay. Das ist alles nichts Weltbewegendes. Klar, wir hätten jetzt Gatherian und den Juggernaut und so hier noch reinholen können. Aber wofür? Oh, interessant. Wir haben es noch richtig nervig gemacht. Aber der ist egal. Nehmen wir das Ding hier. Der ATS, der da rausgerannt kam. Einfach Schrott. Hier drauf. Und sie fliehen. Chandri da. Gehört uns. Sehr, sehr schön. Keine Verluste. Und wir können es schlicht und ergreifend für uns schnappen. Das und das. Eine Raumstation dazu. Die Bodeneinheiten dürfen erstmal Richtung Mindo abhauen. Und Gatherian darf bei Brentar 4 spionieren gehen. Und wir werden hier bei Mindo weiter gucken, dass wir Einheiten bauen. Bei Ort Mantell hätte ich gerne neue Einheiten. Bei Bilbringi werden weiter Flugeinheiten gebaut. Und dann haben wir auch schon kein Geld mehr. Die Einheiten bei Rivesta sofort auf den Boden. Aber mal sofort. Hör doch auf zu laggen jetzt, du blödes Spiel. Bitte, komm schon. Wir erweitern jetzt unsere Fronten schon wirklich extrem. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen jetzt. Oh mein Gott. Okay, ihr geht nach Yavin 4 zurück. Oh, und die Einheit Mestinas hatte ich da, um Mestinas zu verteidigen. Ups. Bei Ton Falk haben die so gut wie nichts mehr. Ja, ich würde mal sagen, wir sollten jetzt mal gucken, dass wir hier die Helden vernichten und die Lucrikes vielleicht auch vernichtet kriegen. Ist das ein Sternzerstörerheld? Jonah Grumby? Oh nein, Bulwark Mark 3. Komm schon. Danke. Dann jetzt hier bei Ession. Die Sache ist, wahrscheinlich sollten wir Sinch hier hinholen. Der dürfte das deutlich schneller hinkriegen, die Sachen alle zu vernichten.
Aber wir hauen jetzt einfach mal die Hypervelocity-Gun hier drauf. Ach, den Supertransporter haben wir verloren. Den sollten wir vielleicht mal nachbauen, ne? Nun ja, ist dann so. Nein, jetzt sag nicht, die Hypervelocity-Gun hat verfehlt. What? Das verstehe ich nicht. Ah, der Boulevard kann hier leider einiges schon kurz und klein schießen. Da müssen wir definitiv aufpassen. Ah, okay, der Lucrag hat den Boulevard beschützt. Das ist nicht so nett. Ah, die Jägern-Bomber hier mit drauf. Ich meine, schön ist, dass der Lucrag dann jetzt schon ein bisschen was Schaden genommen hat, aber trotzdem. Alle Jäger, alle Bomber hier lang. Und dann sehen wir hier den fetten Bulwark auf uns zufliegen. Nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Dieser Anblick hier. Aber naja, was sollen wir machen, ne? Irgendwie muss das ja besiegt werden. Die haben jetzt hier schon viel, viel zu lange gelebt. Komm schon. Volles Feuer. Trifft ihn wieder. Ihr beiden greift den Bulwark an. Und auch du lieber auf den Bulwark drauf. Wenn du es kannst, greift den Bulwark an. Der macht mir mehr Angst, als die Lucrags es tun. Komm, der muss jetzt hier seine Schilde verlieren. Bitte den angreifen. Hier ein bisschen was an Reparierern hinholen. Und vor allem auch verhindern, dass die fliehen. Hier greift jetzt hier an. Volle Feuerkraft. Und endlich die Torpedosphäre kann auch feuern. Jetzt verliert er seine Schilde. Das ist sehr schön. Mal sehen, wie weit uns das Ganze hier bringt. Die schwere Turbolaser-Batterie, die schwere Ionenkanonen-Batterie, die schweren Turbolaser. Lass auf die Fighter Bay gehen. Und der verliert das schon, bevor wir überhaupt unsere Schilde hier verloren haben. Das ist sehr nett. Und damit war es dann auch das hier. Der Serenon Star Destroyer macht mir jetzt ein bisschen Sorge, dass der seine Antriebe da so krass raushält. Oh, und das war's dann wohl mit dem Sternzerstörer, wenn wir das Ganze hier nicht gewinnen. Sehr schade, aber den Bulwark-Helden hier vernichtet zu sehen, ist das Ganze einfach wert. Nehmen die schweren Turbolaser hier drüben. Und dann die Engines, nicht, dass der noch abhaut. Ja, der Sternzerstörer wird vernichtet. Ich würde mal sagen, dass Sinch vielleicht hier mal demnächst eingreifen sollte. Die Hypervelocity Gun kann jetzt feuern, aber was bringt das? Wird wahrscheinlich jetzt der andere Lucrag abkriegen, oder? Nee, nicht mal. Interessant. Oh mein Gott. Und der Victory Sternzerstörer wird auch vernichtet. Interesting. Oh, die haben schon beide wirklich viel Leben verloren, aber... Oh mein Gott. Ihr auch alle hier hin. Euch als Anti-Jäger-Schiffe noch hier reinholen, bitte. Vielleicht könnt ihr ja da ein bisschen helfen. Wollte ich jetzt nicht, während der Bulwark hier noch ist. Aber vielleicht können die wenigstens da hinten ein bisschen Anti-Jäger-Kapazitäten übernehmen. Und die Torpedosphäre darf auf gar keinen Fall vernichtet werden. Dieser Heiler darf noch mal ein bisschen heilen. Und... Na, immerhin machen die Torpedos hier auch ein bisschen was an Schaden. Dass der dritte Lucrag jetzt hier noch dazu kommt, ist nicht gut. Der wird auch noch weiter ordentlich draufhauen. Und die Torpedosphäre hat jetzt auch keine Schilde mehr. Ganz und gar nicht gut. Screed ist eigentlich ein Helden, den ich nicht hier so mit reinschicken will. Aber gut, was bleibt mir übrig? Oh, dafür kriegt er jetzt wieder Schilde, das ist nett. Bedeutet aber auch, ich sollte vielleicht zwei Heiler mal in die Richtung schicken. Meine Heiler heilen sich alle gegenseitig, das ist ebenfalls sehr gut für mich.
Der Surrender Star Destroyer, der hat noch einen Antrieb. Oh mein Gott, ich sollte fliehen. Aber jetzt sind wir schon so weit. Alter. Ich will den wirklich nicht verlieren. Komm schon. Den letzten Schuss geben wir jetzt noch ab. Auf den hier. Yes, und wir fliehen. Der hat noch Antriebe, der hat noch Antriebe. Solange die beiden überleben, ist alles in Ordnung. Den ganzen Rest können wir nochmal neu kaufen. Screed wäre schade, aber... Okay, das sieht gut aus. Das sieht einigermaßen... Also es wäre schöner, wenn es gar nicht erst so weit gekommen wäre, aber... Immerhin ist der Held weg. Jetzt könnte man auch mal gucken, ob der Rest von den Lucrikes vielleicht auch von der Hypervelocity Gun vernichtet wird. Sind hier nur noch zwei Lucrikes. Und... Dann können wir mal mit Sinch vorbeischauen. Und Datomir darf ganz gerne neue Lancers für die Sinch oder die andere Flotte sich mal angucken, ob das nicht vielleicht eine Möglichkeit wäre. Und hier Chandrila sollte ich noch nicht verlassen, wobei Brandtal 4 natürlich schon sehr verlockend aussieht. Ja, komm. Lasst uns Sinch hier mit dazu packen und Kentaris wird angegriffen. Okay, dann müssen wir erst Kentaris verteidigen. Aber kommt natürlich drauf an, was die hier für eine Flotte hinhauen. Ich denke mal, das sollten wir verteidigt bekommen. Bin ich jetzt mal sehr gespannt, was die hier hinschicken. Thunder Prill, Akal Z. Ist vernichtet worden. Ey, das Imperium haut hier wirklich krass rein. Ja gut, da können wir fliehen. Das sollte nicht so das Problem sein, denke ich. Beginnen wir. Oh, ich habe sogar noch eine Bodeneinheit. Interessant. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Gucken wir mal, dass wir hier fliehen können. Und dann werden wir zusehen, dass wir damit Sinch auftauchen und das erste Mal die Iron Fist einsetzen. Wenn wir die hier finden. Ach, das wird sehr schön. Das wird, glaube ich, wirklich sehr schön. Und es sind immer noch zwei. Die Hypervelocity Gun hätte da eigentlich auslösen müssen. Beginnen wir. Und... Captain Vella, ahead flank. Können hier. Wow, wartet mal. Der kann immer noch Mercenary Groups mitten im Kampf hier holen. Victory-Klasse Sternzerstörer und IRD-Squadrons. Das ist nett. Zwei Sterngalionen, zwei Nibelon Bs, Clutch und Gesandti-Squadrons. Ist halt teuer, aber wenn man es mal braucht. Freut man sich wahrscheinlich drüber, ne? Und, hier haben wir ihn. Sinch mit seinem Supersternzerstörer. Wirklich sehr, sehr schön. Für die, anderen hier nicht so geil. Für die Great Dude. Ah, okay, jetzt können sie fliehen. Wir haben hier keinen Interdiktor. Naja. Naja, egal. Wir haben mit Sinch jetzt einen Supersternzerstörer. Das ist das, was zählt. Zurück zu Galaxiskarte und ich würde auch sagen, das war's das für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.